Ja. Wie ist der Sprung, also wenn du sagst, du hast ja auch bei Musicals gearbeitet, jetzt hast du ja eine richtig klassische Gesangsausbildung gemacht. Und dann Musical machen, ist das nicht irgendwo erstmal so ein bisschen kontrovers? Weil ich denke, wenn man so eine klassische Ausbildung macht, dann möchte man doch eigentlich auch in die klassische Richtung gehen, oder? Jetzt würde meine Lehrerin wahrscheinlich, ja! Ich habe mit Musical angefangen, weil das damals bei uns in der Stadt aufgemacht hat. Das war, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ich habe erst Sozialpädagogik studiert, bevor dann dieses Musical aufmachte. Und dann hatte ich das Glück, genommen zu werden. Und da bin ich auf professionelle Sänger getroffen, die gesagt haben, studier Gesang, da kann man was machen. Mhm. Und ja, habe dann eben klassischen Gesang angefangen, weil ich gemerkt habe, da, das ist eine super Basis für vieles. Mhm. Und ja, und dann, als meine Lehrerin davon Wind kriegte, die hat eigentlich immer versucht, dagegen zu lenken. Aber ich habe tolle Leute getroffen, die mir eine Technik beigebracht haben, und dazu gehörte diese Lehrerin auch zu. Mhm. Ich konnte sich das leider nicht vorstellen, wie auch immer, dass ich alles machen konnte. Und habe dann eben auch noch eine Sprechausbildung gemacht, und die hatte dann auch noch die gleiche Technik, und dadurch ist das alles sehr harmonisch für mich durchgelaufen. Und das ist eigentlich das, was ich gerne auch vermitteln möchte, dass gerade Opernsänger oder klassische Sänger nicht so eine Angst davor haben. Oder genauso Musicalsänger nicht so eine Angst haben, einfach mal einen Opernton zu machen. Weil es eigentlich sind es bestimmte Räume, die man nur auf und zu macht, und dann geht's. So. Und liegt also eigentlich nur an der Kunst des Singens überhaupt, und sich trauen. Ne? Also ich habe in einer Produktion, wir haben Nonsens hier gespielt, 2000, keine Ahnung. Und das war mit Opernsängern besetzt, und dann habe ich streckenweise mit denen gearbeitet, aber die haben dann wirklich auch gesagt, ich habe jetzt Angst, dass was passiert. Mhm. Kann ich immer nur sagen, passiert nichts, aber... Was könnte denn passieren? Macht man sich die Stimme kaputt damit? Das, oder? Man kann oder sich natürlich, ja, je nachdem, was es für eine Technik ist, kann man es natürlich auch. Es gibt verdammt schreckliche Techniken. Ja. Also die erste Gesangslehrerin, die ich hatte, die hat auch gesagt, singen tut weh. Da war ich Gott sei Dank nicht lange. Und das stimmt eben auch gar nicht. Ja, ist doch unglaublich, oder? Ich dachte, man singen macht Spaß. Ich will jetzt einen Namen nennen. Hier in Krefeld nicht bekannt, glaube ich. Ja. Das fand ich unglaublich. Also ich finde, bei manchen Zuhören tut weh. Ja, das, genau. Und die waren dann alle bei der Lehre. Ach so. ist ein Ding. Also es gibt viele Techniken, und viele Wege führen nach Rom. Und ich finde auch, es gibt ganz tolle Sänger, die jetzt nicht meine Technik haben und wo ich trotzdem sage, wow. So, also ne, das ist immer, ja, wer was machen möchte. Und ich bin einfach froh, dass ich mit meiner Technik das tun kann, was ich möchte. Sei es jetzt eben auch Jazz zu machen oder Chanson oder auch mal zu schreien oder keine Ahnung. Das heißt aber, die Schauspielerfahrung hast du dann durch Musical gesammelt, oder hast du da auch noch zu deiner Gesangsausbildung auch noch Unterricht genommen? Genau, also wir hatten sowieso an der Schule auch Unterricht, und ich habe das dann privat weiterlaufen lassen, weil ja bestimmte Anforderungen kamen herein, die, ja, wo ich gedacht habe, jetzt wäre so eine Unterstützung noch gut. Ja, und es wächst halt auch immer weiter, also ne, mit dem Machen. Ja, wenn man neugierig auf vieles ist, dann will man sich auch weiterbilden, denke ich. So ist es. So ist es. Aber woher kommt denn dann tatsächlich dieser Gedanke von den klassischen Sängern, dass die sich mit Musical oder Ähnlichem die Stimme kaputt machen? Wie kommt es zu diesem Aberglauben, wenn du sagst, es ist Aberglaube? Also, was heißt Aberglaube? Ja. Also es hat erstmal viel... ich vergleiche das immer gerne mit der Operette. Früher war Operette ein ganz legales Genre. Da wurde unglaublich viel gesprochen und auch auf ganz hohem Niveau gesprochen und auf ganz hohem Niveau gesungen. Also Operette singen ist sowieso, finde ich, eins der hohen Künste. Das immer miteinander zu verbinden ist, finde ich, teilweise, wenn man es vernünftig ablehnen will, schwieriger als manche Oper. So, das als erstes. Und weil der Wechsel schwierig ist. Genau, genau. Und viele klassische Gesangstechniken sind unglaublich darauf hingeformt, sag ich mal, runde, immer Töne zu machen, aber von dem natürlicheren Klang auch wegzukommen. Und
aus diesem Gedanke der Operette ist ja dann nachher auch, ne, ist, man kann das nicht eins zu eins nehmen, aber ich finde, für mich kommt das am nächsten ans Musical ran, weil in der Oper einfach nicht gesprochen wird oder zumindest jetzt erst in den modernen oder so, aber das ist natürlich alles noch sehr selten. Und jetzt kommt das Musical natürlich immer auch mit Mikroport um die Ecke. Und da muss man eine bestimmte Lautstärke auch nicht mehr haben. Mhm. Und danach sind natürlich die Kompositionen dann auch so geworden, dass man eine bestimmte Sache nicht mehr brauchte. So, und dadurch ist das so ein Hin und Her. Und ja, aber wenn man es kann, aber nicht braucht, ist das dramatisch? Tut das weh? Nein. Ja, aber du musst dann lernen, dich zurückzunehmen, wenn du gewohnt bist, mit viel Volumen und viel Druck zu singen, damit dich auch in der hintersten Reihe noch jemand hört. Und auf einmal hast du ein Mikrofon und wenn du so singen würdest, würdest du den Leuten das Gehör rausblasen, denke ich mal. Also musst du da ja schon. Und das sind auch Klänge und Phrasen, die will dann keiner hören im Musical. Also es ist ja auch eine ganz andere Art. Und es ist auch einfach so, die meisten Leute, die Klassik studieren, entschuldigt mir jetzt diese Aussage, hören Klassik nur. Also die wenigen hören Pop oder Jazz oder sonstiges. So, also ich wundere mich darüber immer. Aber ja, ich höre auch wenig Oper. Das ist immer, das wäre ein Klischee. Aber es ist ja, es ist schon so. Es ist echt eine eigene Welt. Aber so ist das Schauspiel auch eine eigene Welt und die Tänzer sind eine eigene Welt und so. Habe ich die Frage beantwortet? Nicht so ganz. Okay, nicht so ganz. Also wo da jetzt die Ängste liegen. Die Ängste, es geht immer darum, die Stimme kaputt zu machen, weil wenn ich anders mit einer anderen Technik singen muss, weil eben dann so ein Mikroport da ist und weil eine andere Phrasierung gefragt ist, mache ich was anderes und dann habe ich das Organ nicht unter Kontrolle. Also jetzt die anderen. Mhm. Bei mir funktioniert es. Also du hast dann deine Organe unter Kontrolle. Ich habe meine Organe, vor allem boah, meine Leber habe ich unter Kontrolle. Das heißt aber, in deiner wenn du als Gesangslehrerin arbeitest, achtest du halt auch auf die Sachen, dass du also demjenigen genau das Singen beibringst, was er für das Stück braucht. Dass du ihn, da kannst du die Leute dann auch, also wenn ja, umändern kann man schlecht sagen, aber dass du die dann dahin holen kannst, was sie gerade brauchen. Das versuche ich. Also es ist schwierig, stelle ich immer wieder fest, manchmal, schön ist es an Theatern, wenn ich immer da bin. Mhm. Ne? Dass man sagt, jede Woche oder alle zwei Wochen können die Leute kommen. Das ist wie, als wenn ich ins Sportstudio gehe, wenn ich da einmal im halben Jahr hin, ist der Muskel immer noch so schlaff wie davor. So. Und das ist mit den Gesangsmuskeln genau dasselbe. Also dran zu bleiben und jetzt ist es aber manchmal so, die haben so viel zu tun mit anderen Inszenierungen, die haben da gar keinen Kopf für, dann noch zu sagen, jetzt gehe ich unbedingt noch zur Kerstin und lass mir zeigen, was ich denn jetzt noch zu lernen habe oder so. Mhm. Und da ist dann manchmal gefragt, auch mit Tricks zu arbeiten, wo ich dann sage, erstmal probier es so, also dass man eine kleine Abkürzung nimmt, aber ich bin schon ein Freund davon zu sagen, dass man eine andere Basis kriegt, dass es nicht nur für die Rolle ist, weil da kommt die nächste Rolle und dann war es das. Das ist blöd. Das finde ich dann verschenkt. Und lieber, ich bin immer für eine gute Grund, ja, für eine Basis. Weil, ne, da auch zu sagen, wir haben es jetzt bei einer Schauspielerin gehabt, die habe ich sehr viel für Musical schon vor Jahren vorbereitet. Hat tolle Sachen hier auch gemacht, finde ich. Und jetzt in dem Stück wollte sie was Operaler ansetzen. Und das war natürlich super, weil ich dann einfach nur sagen kann, nehme dasselbe, mach den Raum, zack, zack, zack. Und dann hat sie klassisch gespielt. Also war für mich auch der Hit, das einfach dann mal zu hören auf der Bühne oder so. Mhm. Das funktioniert. Das finde ich schon. Dank an meine Lehrer. Tolle Technik. Mhm.